Heute möchte ich gerne mit euch das Thema besprechen, wie die Verstorbenen mit uns Kontakt aufnehmen, beziehungsweise wie wir diese Zeichen wahrnehmen können, beziehungsweise welche Zeichen sie uns schicken. Unsere Lieben können sich bemerkbar machen, indem zum Beispiel indem sie zugreifen auf elektrische Geräte. Wenn zum Beispiel eine Musik im Radio spielt, die was das Lieblingslied zum Beispiel von einem Verstorbenen von uns, und wir hören dieses Lied plötzlich, und aus irgendeinem Grund wird zum Beispiel die Lautstärke dieser Musik oder dieses Lied lauter. Oder zum Beispiel auch leiser, obwohl wir überhaupt nichts tun an diesem Gerät, also am Radio jetzt. Das kann natürlich auch beim Computer passieren. Zum Beispiel, wenn wir auf YouTube uns ein Video anschauen, beziehungsweise eine Musik anschauen, und dies fängt plötzlich an zum Spinnen. Also das sieht man genau, dass elektrische Geräte sehr empfindlich auf die Verstorbenen reagieren, beziehungsweise dass die Magnetfelder durcheinander geraten. Ja, wenn dies passiert, dies kann ein Zeichen sein, ob ein Verstorbener jetzt bei uns ist oder nicht. Weitere Zeichen wären zum Beispiel, wenn wir ein Lieblingsparfum zum Beispiel jetzt von unserer verstorbenen Mutter oder von unserer verstorbenen Oma plötzlich diesen Geruch wahrnehmen, und dieser Geruch passt gar nicht so zum Umfeld, zum Beispiel wenn jetzt unser Verstorbener ein blumiges Parfum immer verwendet hat, und man ist zum Beispiel jetzt, weiß nicht, ich sage jetzt mal das Beispiel, man ist jetzt in der Küche und bratet einen Fisch. So. Und plötzlich hat man aber den Geruch von Rosen in der Nase. Und das kann natürlich ein Zeichen sein, wenn der Verstorbene gerne Rosen gehabt hat oder ein Parfum getragen hat, was immer rosig war, also ein Rosenparfum gerne hatte. Kann dies ein Zeichen sein, dass der Verstorbene jetzt bei uns ist? Manchmal haben wir auch zum Beispiel eine Erinnerung von früher, dass wir einfach so ein Flashback haben, wo wir plötzlich sehen, ja, dass wir mit einem Verstorbenen das einmal gemacht haben, und dann haben wir plötzlich so ein warmes, vertrautes Gefühl ums Herz. Das kann ein Zeichen sein, dass der Verstorbene bei uns ist in diesem Moment. Mir persönlich ist mal passiert, dass ich einkaufen war. Beziehungsweise war ich mit einem Freund beim Baumax, und wir haben ein Regal geholt und mussten diesen Karton halt in einen Einkaufswagen zu mir nach Hause bringen. Da war es dann so, dass wir über die Straße gehen wollten, hörte ich plötzlich ein
Michi, bleib doch stehen. Vorsicht. Aber so laut, dass ich erschrocken bin. Ich habe dann den Freund, ich bin dann auf die Seite gewichen und es ist rasend schnell ein Auto vorbeigefahren. Und ich habe dann zu dem Freund gesagt, ja, danke, dass du geschrien hast, weil sonst wäre ich nicht zurückgesprungen, weil ich war schon fast auf der Straße. Fängt dieser Freund zu mir an, ja, er hat nichts gesagt. Aber ich habe natürlich sofort gehört, also ich habe gehört, wie ich zum Beispiel angeschrien worden bin. Also so nehme ich zum Beispiel die Verstorbenen wahr. Ja, im Nachhinein bin ich dann darauf gekommen, dass ein Verwandter aus dem Jenseits mich davor gewarnt hat, dass ich über die Straße gehe. Was auch relativ gut war, natürlich. Also, das sind zum Beispiel auch Zeichen dafür. Weitere Zeichen können zum Beispiel sein, wenn wir vom Verstorbenen träumen. Unsere lieben Verstorbenen schicken uns oft Zeichen und Botschaften in unseren Träumen. Da ist es zum Beispiel so, dass man einen ganz normalen Traum hat und etwas, was man aber vielleicht erlebt hat mit diesen Verstorbenen und dann der Verstorbene uns ganz speziell, in diesem Traum, in diesem Szenario, was wir vielleicht kennen, plötzlich zum Beispiel sagt, nächste Woche ist zum Beispiel ein Termin, da solltest du vielleicht vorsichtig sein. Und wenn man dann aufwacht und dann nachdenkt, nächste Woche ist ein Termin. Also ich schaue dann immer nach, welchen Termin ich dann habe zum Beispiel. Und weiß dann haargenau, okay, bei diesem Termin sollte ich aufpassen. Weil mir das eben meine Mamsch aus dem Jenseits gesagt hat. Das können zum Beispiel sehr schöne Zeichen auch sein von unseren Lieben. Besonders wenn solche Träume sehr speziell und auch intensiv sind. Dies finde ich immer als sehr schöne Botschaft und auch sehr schöne, jetzt habe ich das Wort verschluckt, was ich gerade sagen wollte. Also ich finde es natürlich sehr schön, dass man so weiß, dass unsere Lieben bei uns sind. In dieser Situation oder wie sie auf uns schauen können, beziehungsweise wie sie um uns sind und sich auch bemerkbar machen. Viele von uns nehmen das natürlich leider nicht so wahr wie andere von uns. Ja, und ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video etwas weiterhelfen. Wenn auch ihr eine Botschaft habt oder habt ihr schon mal etwas geträumt von einem Verstorbenen, wo ihr sagen könnt, das war eine Nachricht von meinen Liebsten, meinen Verwandten aus dem Geistigen Reich, gerne könnt ihr das unten in die Kommentare könnt ihr mir das schreiben und wir können auch gerne darüber schreiben, ob das jetzt eine Nachricht war, ob das eine Botschaft war für dich, ganz besonders für dich, oder ob es nun wirklich ein Traum war von dir.
freue mich sehr auf eure Nachrichten, auf eure Feedbacks und hoffe, dieses Video hat euch etwas gefallen. Ich bin halt jetzt noch am Anfang dabei, YouTube-Videos zu machen. Das merkt man sicher auch an meiner Aussprache und so. Aber ich denke, es wird schon mit der nächsten Zeit immer etwas besser. Ich danke euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag bzw. einen schönen Abend, wann ihr dieses Video halt seht. Alles Liebe, euer Medium Michael. Tschüss.